Als Schiedsermannschaft gehört der Reinhard Bauer. Freut mich besonders. Wir haben schon über die Arbeit beim KVW sehr viel zu tun gehabt. Und so ist mir so viel gekommen, dass der Reinhard hat eigentlich recht gut zu uns dazu passt. Ich bin ein paar Mal bei seinem Büro vorbeigegangen und jetzt habe ich mir gedacht, siehst du so an, müssen wir dazu bringen. Der sitzt genau da, wo die Probleme zusammenlaufen. Der kann ich Leute vermitteln, dass ich mir helfen kann, dass ich mir sorgen kann und hin und her. Und einmal habe ich so zwischen einem Café und dem anderen habe ich lang gesprochen. Da war der Reinhard in seiner Art und Weise sehr bedacht und sehr ernst. Ich so, das mich schon interessieren, reden wir einmal. Und von Reden haben wir mehr geredet und hin und her. Und deshalb bin ich froh, dass er jetzt diesmal sich überreden hat lassen, dass er einen sehr überzeugenden Eindruck gemacht hat. Und deswegen, lieber Reinhard, hau in ein paar Vereine Ideen rein. Was war das dann, was dir im Endeffekt dazu gebracht hat? Ja, also danke, Stefan, für diese gelungene Überleitung. Also motiviert bin ich ja grundsätzlich in der Politik allem gewesen. Vielleicht hat es ein bisschen an der Überzeugungskraft von dir gelegen damals, ich weiß es nicht, das Mal. War noch jünger, warst du deswegen? Ich bin ein bisschen älter geworden, ich denke ein gutes Alter. Grundsätzlich war ich allem interessiert an politischen Themen. Jetzt haben wir ganz viele europarelevante Themen in der Gemeinde, in der Gemeindearbeit. Wir haben demografischen Wandel, wir haben Thema Sicherheit, Thema Wohnraum, wir haben viele Themen, die wir eben bewogen haben, auch in der Gemeindepolitik nun auch tätig zu sein, weil ich da meinen Beitrag leisten kann. Meine Schwerpunkte liegen grundsätzlich in der Familienpolitik selbst, also in der Gestaltung eines familienfreundlichen Verans, in der Schule und in der Betreuung aus Sicht eines Familienvaters, auch die Strukturen betreffend, beispielsweise das Schulzentrum Untermais, welches wir jetzt mit Priorität vorantreiben müssen. Und ja, im Vordergrund steht die Familienfreundlichkeit, denn sie beinhaltet sämtliche Maßnahmen und sämtliche Projekte für unsere Familien. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie beispielsweise für Väter und für Mütter, die Barrierefreiheit für Eltern, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, für Senioren, für Menschen mit Beeinträchtigung, bis hin zu Naherholungszonen, Freiräume für unsere Familien. Ein familienfreundliches Meran bedeutet aber auch ein sicheres Meran. Und wir haben derzeit in Meran ein Sicherheitsproblem. Wir haben ein Gewaltproblem, welches wir so nicht mehr hinnehmen können. Und ich möchte an dieser Stelle unbedingt einem populistischen Verhalten nicht erliegen. Lassen wir uns nicht vom Populismus treiben. Der Populismus verspricht einfache und simple, schnelle Lösungen für komplexe Probleme. Leider sind diese Lösungen nicht nachhaltig und nicht zielführend. Nein, wir müssen hier einen Schritt weitergehen. Wir müssen der Gewalt ihre Grundlage entziehen. Und das schaffen wir grundsätzlich durch Präventionsarbeit, durch Gewaltprävention, durch Suchtprävention. Darauf können wir aufbauen, da können wir Maßnahmen ansetzen. Und so schaffen wir es auch, das Sicherheitsgefühl, welches abhanden gekommen ist, in Meran wiederherzustellen. Hier möchte ich meinen Beitrag leisten. Vielen Dank.